Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Wir befinden uns hier im roten Sumpfland, wo wir jetzt Hinatsu suchen müssen. Und haben dafür Ursaluna als Hilfe. Wo wir irgendein blaues Signal suchen sollen. Ich weiß allerdings nicht wo. Deswegen kann sein, dass wir jetzt ewig suchen müssen. Wo ist... Ich war noch hier gar nicht bei der Diamantsiedlung, ne? Und hier sollen wir Dings suchen? Bühnenkampffeld, da ist Diam hin. Über den Fluss kann man noch nicht rüber. Glaube ich. Ich würde mal zum Diamantsiedlung hin. Aber wir bekommen sogar so wechseln. Das ist cool. Ja, wir gehen mal zur Diamantsiedlung. Da wollte ich sowieso hin. Wurde aber abgelenkt, ne? Wurde irgendwie abgelenkt. Halt. Okay, einfach den Fluss entlang und hoch. Ach komm. Bitte, please. Hallo, Georock, Rock, Rock. Oh, warte. Okay, einfach hier oben. Da ist noch eine Sidequest. Die würde ich gern haben. Gut. Wir wissen ja Bescheid. Wie kommt man da am besten hoch? Ja, na gut. Hier, ne? Ich will da hoch, Alter. Hä? Hier sind ja mal Siedlung. What the fuck? Wo hab ich denn die ganze Zeit versucht hochzugehen? Hier irgendwo, ne? Musst du nur geradeaus gehen? Was? Wie hab ich denn so verguckt? Diamantsiedlung also. Kann ich da rein? Ja, ich kann in die Häuser rein. Wie sieht's denn da drin aus? Sitzt da einfach so ein Schlurp. Okay. Okay. Alles klar. Junge Leute haben ein natürliches Interesse an ungewöhnlichen Dingen. Kein Wunder, sie bieten ja auch so viele neue Reize und Eindrücke. Gut. Hier ist irgendwo noch eine Zeitquest. Da drüben. Hier sind Kinder. Wir spielen Zeit. Aber dabei sitzen wir nur rum und schauen zu, wie die Zeit vergeht. Och, Leute. Anton. Was ist los? Erzähl mir. Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galaktik-Expedition, oder? Kennst du vielleicht eine Medizin, die Anton vom Kopfschmerz befreien könnte? Die Anton, mit denen ich zusammenlebe, leidet ständig unter Kopfschmerzen. Ich würde ihm gerne wirklich helfen, aber gewöhnliche Medizin scheint nichts zu bewirken. In der Galaktik-Expedition gibt es doch bestimmt jemanden, der sich mit Heilkunde auskennt. Ich bitte dich, hilf mir dabei, eine Medizin für meinen Anton zu finden. Antons Kopfschmerzen. Du schleppst doch viel Altes wieder rum. Ja, darf ich nicht. Von wegen, es gibt nur ein Dorf. Für mich ist es hier auch ein Dorf. Nichts Großes, aber es ist eine kleine Siedlung. Ja, es ist eine Siedlung. Ein paar Häuser. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Halt, da liegt ein Pilz. Ein C-Pilz. Dafür müssen wir auch nutzen. Müssen wir auch nur freisammeln, ne? Auf den Ding habe ich keine Lust. Gehen wir noch ein bisschen erforschen hier. Erforschen wir mal. Wir sind ganz schön neblig. Warum? Ich würde gerne angeln. Ich brauche immer noch weibliches, ne? Männlich.
Männlich. Ist nicht wahr, ey. Männlich. Männlich. Ey, ist halt auch nicht wahr. Männlich. Ey, das, was ist denn hier los? Gibt's hier keine weiblichen? Oh, kaputt sich los, danke. Hm. Ah ne, da ist ein Pokémon drunter. Da habe ich keine Lust jetzt. Hm. Ich soll noch einen Tagela fangen, was mich nicht sieht, ne? Ja, das war's mit nicht sehen. Der sieht schon echt merkwürdig aus. Vor allem aus der Ferne. Da, sieht das? Blub. Blub. Das hätte man besser machen wollen. Na. Mach halt 50 Mal. Okay. Da ist noch ein Tangela. Sogar zwei Stück noch. Sehr gut. Oh, komm, ein noch. Sehr gut. Wir können gerade Dings entwickeln. Luxio. Gucken wir uns mal Bericht an nochmal. Oder warte mal, Pokédex irgendwie. Kannst du das Pokédex angucken? Ach, wisst ihr was? Ist ja auch egal. Ja. Wir lassen es zu. Luxtra! Ja. Genau, direkt Pokédex-Eintrag, ne? Jop. Da wackelt es. Komm, Skaraborn. Du bist aber ein komisches. Sind die normalerweise nicht nur alles grün? Wir fangen es einfach mal, ne? Was denn pro Region ändern die sich irgendwie, ne? Gut, gut. Ah, Venus Liebe. Oh Gott. Ist das da hinten ein weibliches? Nein, männlich. Ja, die Königin ist auf jeden Fall weiblich. Männlich. Ey, das ist nicht wahr, oder? Ist halt echt nicht wahr. Ich will halt auch nur ein weibliches Ding haben. Ein weibliches will ich haben. Ich sehe da hinten so ein Funkeldings. Au. Das war mein Bein. Ich sehe Alpalus. Kämpfen wir. Wir fangen es doch dann da rein. Tja, ich würde gerne mal einen Clut machen. Wie viel Level hast du? Ich konnte nicht so gucken, schnell gucken. 23, hier, Clut hältst du aus, oder? Ja, gerade so. Komm. So, Superball. Ist ein bisschen umständlich, noch mal die Schultertaste zu drücken. Das ist ein bisschen umständlich.
Sehr gut, wir haben einen Nebulak. Ich will überlegen, ob ich mir einen Nebulak fest ins Team mache. Hol. Da drüben ist so ein Pflanzen-Pokémon. Lilminip. Ich meine, warum nicht? Sehr gut. Wirklich? Ein Pecherisu. Irgendwas fliegt da. Ist das ein Togetic? Fang einfach Apollos hier. Bleib einfach unten. Was hat uns gesehen? Verdammt. Ach, es will nicht anders. Ich will nicht anders. Hallo, Apollo. Du streckst deine Zunge gerne raus. Kann das sein? Fehlst du auch direkt rein und den Kampf und tot. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab verstanden. Tschüss. Surrende Felder. Ich würde gerne nachprüfen, ob ich wirklich richtig gelegen habe. Lol. Okay, cool, man kann es irgendwie abwechseln, dann kommt man da irgendwie auch hoch. 19 Stück gibt es hier noch. Ich habe doch ein Togetic oder so gesehen. Irgendwie habe ich doch einen Togetic gesehen. Irgendwas fliegen. Das ist ein Yanma. Da! Das ist ein Togetic, ne? Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Leute, Togetic. Der Togetic wäre so nice. Da hätte ich was gegen Drachen. Gegen Volus Kaumala zum Beispiel. Oh, sehr gut. Okay. Ich muss halt nur richtig werfen. Wo fährt es lang? Okay, das ist aber richtig schwer. Höher. Kann ich vielleicht da auf der Seite drüben hin? Ja, es geht. Warte. So, es fliegt halt wieder 8.
Mann. Ja. Ist halt einfach Dreck. Oh, leuchtet das hier krass, Alter. Oh. Können wir was herstellen? Ah. So. Fang einfach alles ein, was es hier liebt. Ist mir jetzt egal. Ich hab Kehle um die Tasche zugeschickt. Ist mir nicht aufgefallen. Alter, leuchtet das krass hier. Na egal, wir machen jetzt auf jeden Fall. Ich schneide hier viel raus. Das war halt doch wirklich nichts. Wir sollen hier irgendwie Ursaluna irgendwie blaues Ding Signal folgen. Ganz genau versteht auch nicht. Königsblatt, ach so, okay. Ach, wirklich. Ach komm! Ich soll doch hier suchen. Wo soll ich denn suchen? Was hast du jetzt gefunden? Wieder ein Gedicht? Ach nö, nö. Könnte vergessen. Das lese ich nicht. Kann ich immer noch lesen. Danke. Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Ich soll irgendwas suchen. Hinter zu einer Zickmühle. Ich soll einfach nur nach Norden, denke ich mal. Also ich denke mal hier. Hier oben. Wie bin ich denn hier gekommen? Gut, wenn wir schon hier sind, gehen wir auch mal ganz nach unten, ne? Halt. Ja. Wenn wir schon hier sind, gehen wir ganz nach unten. Boah. Das ist einfach nicht ein Mega. Wie geht das? Oh, komm, ernsthaft. Ich hasse diese Berge. Oh, warum ist das so anstrengend? Geht doch jetzt rüber. Ich hasse. Was ist denn das hier? Guckt euch an. Ich komme noch nicht hoch. An solchen komischen kleinen, wo man eigentlich rüberspringen könnte. Nee, nee, nee. Lassen die nicht zu. Das ist doch das Dämlichste hier im Spiel. Soll man nur erkunden oder soll man nicht erkunden? Achso, okay. Ja gut, dann fange ich die halt nicht. Na egal, was bist du? Oh nein, ein Mini-Teddy-Ursa. Ein Mini-Teddy-Ursa. Habe ich natürlich nicht gefangen. Ne? Wer hätte auch anders sein können? Komm! Hm. Kleiner See. Oh, geh weg! Ey! Wieso sind diese dummen Parasviecher überall?
Oh Mann! Bring es um, Alter! Jetzt ist es natürlich weg, ne? Es ist natürlich weg! Wie hätte es auch anders sein können, Alter? Wie hätte es auch anders sein können? Der Part ist immer richtig für die Tonne. Männlich. Ey, das ist halt auch wirklich... Ich fühle mich verarscht im Spiel. Männlich. Komm, lass mich doch darüber. Sonst schaffst du es auch, da irgendwie drüber zu springen. Aber dann plötzlich auf einmal nicht mehr, ne? Kamera, wieso schwenkt die Kamera? Wieso will die Kamera immer wohin gucken, wo ich gar nicht hingucken will? Hm. Ach, jetzt schaffst du da hoch, oder wie? Und hier jetzt plötzlich nicht mehr. Noch weiter höher? Wie bin ich denn, wo bin ich denn lang gegangen? Kamera. Bitte entziehe dich nicht meiner Kontrolle. Ich bitte dich. So. Genau, hier waren wir beim See, ne? See der Kühnheit und dann hier einmal rum. Hm. Oh, Kamera, bitte. Wenn das Spiel sieht, dass ich durch Bäume reite, ne, kann's eigentlich höher, kann die Kamera doch eigentlich bitte höher schalten, oder? Wäre halt cool. So, das würde ich gerne einsammeln. Diamantebene. Ich würde gerne nämlich hier oben zum Bühnenkampffeld gehen. Genau. Ach du Heilige. Hier sind ganz normale Schlurps. Was ist das hier? Oh mein Gott, ein Trassler. Bleib drinnen, bitte, please. Nice. Sehr gut. Da ist auch ein Kerl hier. Ah. Hey, was war das? Ein Rihorn! Ich tue den. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab den auch. Wieso schaffe ich ihn nicht an solchen Dingen hoch? Ich würde gerne Rihorn fangen. Halt. Man sollte ja auch immer alles einsammeln, ne, was man so findet. Danke, ein Rihorn wäre schon cool. Okay. Alpolo! Wo ist nochmal unser Ziel? Da hinten.
Okay, geht's nicht weiter. Ich hab's verstanden. Warum geht's da nicht weiter? Ich soll da doch hin. Okay, komm ich nicht hin. Ich verstehe. Hier irgendwie einmal rum. Ich weiß, dass wir für das perfekte Finale müssen, muss ich vorher alle Dinger hier sammeln, ne? Das werde ich tun. Ich werde alle Geisterlichter sammeln. Ja, komm, halt die Backen. Ein Kramurks. Da kämpfe ich ja nicht gegen euch. Wirklich? Ach, das Ding habe ich gesehen. Ich dachte, was ist jetzt los? Okay, da sind wir. Okay. Und jetzt sollen wir mit Ursaluna, sollen wir ab hier mit Ursaluna suchen oder irgendwo später? Mal so ein Riesengolbert, ne? Ja, wie, wo kann ich denn hoch? Ach, dieses Spiel. Was will ich jetzt da hoch, Alter? Und dann sieht man halt auch nichts. Ach, wozu suchen? Warum zeigen die einfach Questmarker an? Das wäre einfach viel logischer, Alter. So. Einmal heilen, will ich mich heilen. Und dann spreche ich sie an. Kann ich mich noch Wiederbeleber herstellen? Ja. Sehr gut. Ach, ich hab noch. Hatte noch welche? So. Was ist los? Oh, Miku. Und? Was ist mit Ursaluna? Ich konnte ihnen helfen. Ich danke dir, aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Mit Ursalunas Hilfe. Ursaluna ist dem Geruch der Kartoffelmotzige gefolgt, die ich gegessen habe? Und glaub, es muss tatsächlich der Nachfahre eines Pokémon sein, dem die Macht des ehrwürdigen Sinnoh zuteil wurde. Ich bin nur hier, weil, nun, ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das nur recht. Da bist du ja, Hinatsu. Da bist du ja, Hinatsu war der Name, nicht? Wie? Wächterin Yugao? Hier? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hielt dich für eine kleine Göre des Diamantclans. Es tut mir leid, wie ich dich am letzten Mal behandelt habe. Was? Aber ich... Es ist weder deine Schuld, dass Trissil in Rage geriet, noch dass Ursaluna herumwütete. Im Gegenteil, du wolltest den beiden helfen. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Was nützt schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Nein, es ist meine Schuld, dass ich meinen Anliegen nicht richtig erklären konnte. Ursaluna hatte sich dem im Rage geratenen Trissila genähert, ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Verstehe. Der Puder, der an Ursaluna klebte, stammte also von Trissila. Und was mit deinem Fuß passiert? Als ich Zutaten für Ruhegaben gesammelt habe, bin ich gestürzt und habe den Fuß verstaucht. Ich wollte die Galaktik-Expedition wegen Ursaluna um Hilfe bitten, aber daher habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hat es mich interessiert, wie Leute dort Items herstellen. Aber dann erzählte mir Professor Lavin von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die Trissila gerne isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen.
Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Wo kommt ihr alle her? Warum musste ich sie suchen, wenn ihr alle hier seid? Die haben. Hast du etwas so wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen wolltest? Ach, wahrscheinlich ist es auf mich als Oberhaupt wirklich kein Verlass. Schließlich ist mir das ehrwürdige Sinne noch nie erschienen. Und die Situation mit Drisilla hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu, Miku. Ich bringe die Ruhegaben, die Hinatsu vorhergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen, Miku. Miku wird Drisilla ganz sicher beruhigen und dann ist alles in Ordnung. Miku, begib dich zur Hoheitsstätte von Drisilla, dem Bühnenkampffeld. Um Hinatsu kümmere ich mich. Ich werde sie mit meinem Partner Bidifas sicher begleiten. Mit Bidifas, ja. Gut. Gucken wir uns mal an, was sie da macht. Okay. Sie guckt sich ihre Stelle an und wedelt mit den Händen. Alles klar. Und Bidifas guckt zu. Schön. Ich glaube, da hier kommt noch ein Kampf oder so. Aber nee. Wir reiten jetzt nochmal zum Kampffeld. Ich glaube, das war hier auch in der Nähe, ne? Da oben. Ach, soll ich den nächsten Part machen? Ach, ich weiß nicht. Ah, komme ich da so hoch? Wow. Yeah. Ich komme jetzt so hoch. Jetzt hier. Willst du an so einem kleinen Kristall hängen bleiben oder was? Ist klar, Alter. So, Wolkenmeer kam. Und da oben. Machen wir hier im nächsten Part weiter, denke ich mal. Jetzt müssen wir allerdings erstmal um uns die Viecher kümmern, da drüben. So, einmal hier. Zack. Kämpfen wir mal, machen wir nochmal hier alles kaputt. Ja, schade, mich regt das halt ein bisschen auf. Togetick, ne? Das finde ich halt. Bisschen schade. Dass wir ja kein Togetick bekommen haben. Aber naja, man kann es nicht lange, man muss Glück haben. Man muss da Glück haben. So. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und yeah! Das gab Rache. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.